Und wir sprechen jetzt über das Zahlenwerk von Singulus mit dem Vorstandsvorsitzenden, Dr. Stefan Rink von Singulus. Schönen guten Tag, Herr Dr. Rink. Sie haben also im ersten Quartal den Umsatz gesteigert, den Verlust verringert. Wie fällt Ihr Fazit aus? Ja, guten Tag, Herr Damm. Unser Fazit fällt so aus, dass unser erstes Quartal naturgemäß noch etwas schwächer ist, weil insbesondere im Optical-Disc-Bereich die Aufträge erst im zweiten Quartal kommen, denn das erste Quartal ist immer noch etwas schwach nach dem sehr intensiven Weihnachtsgeschäft unserer Kunden. Die meisten Discs, also das heißt die Blu-ray-Discs und DVD-Discs, die werden vor Weihnachten abgepresst und die Monate Januar, Februar, März sind dann etwas schwächer, sodass die Aufträge für die neuen Maschinen bei uns dann erst so ab dem Q2 eintreffen. Das heißt, wir werden im zweiten Quartal hier etwas bessere Auftragseingänge zeigen können und sind deshalb hoffnungsvoll. Und für das Gesamtjahr, Herr Damm, erwarten wir basierend auf unserem jetzigen Stand ein leicht positives Ergebnis, weil unser Optical Disc Geschäft recht gut sich entwickelt. Wir erwarten dort leicht steigende Auftragseingänge und Umsätze. Auch unser Halbleitergeschäft wird sich leicht steigend entwickeln und wir hoffen jetzt natürlich auf das Solargeschäft, müssen dazu aber sagen, dass natürlich die übergeordnete Situation, die Marktsituation äußerst angespannt ist. Ne? Und ich sage mal, es gibt einige Investoren, die zögern und wir haben eine sehr lange Projektpipeline, wo viele, viele Projekte von uns derzeit bearbeitet werden und kurz vorm Abschluss sind. Aber die Investoren, die zögern natürlich und sehen die Marktsituation. Also insofern werden wir dort sehr, sehr stark abhängig sein, wie sich der Gesamtmarkt entwickelt. Wir sehen das Ganze positiv, aber müssen trotzdem auf den Markt gucken. Das ist auch das, was ich ganz besonders spannend finde an Ihrem Ausblick, dass Sie eben sagen, im Solarsegment, da rechnen wir mit einem deutlichen Umsatzanstieg. Jetzt haben Sie gerade die Probleme ja selbst angesprochen. Was stimmt Sie trotzdem so zuversichtlich? Ja, wir haben einige Projekte außerhalb von China, also in Afrika beispielsweise, in Amerikas und auch in Asien außerhalb Chinas, wo sozusagen Neueinsteiger sind in den Solarbereich und die das auch schon sehr, sehr lange planen und jetzt eigentlich nur auf den Startpunkt warten, wann also der beste Punkt für ihre Investitionen ist. Und die gucken natürlich sehr auf die weltweite Situation und in dem Augenblick, wo die einen Silberstreif am Horizont sehen, werden die investieren und dann gehen bei uns auch die Projekte los. Also ich sage mal, wir haben dort viele, viele interessante Großprojekte vor allen Dingen auch vor uns. Aber wir müssen natürlich sagen, es ist ein gewisses Risiko und vorhanden, wann diese Investoren nun endlich zulangen und Gas geben. Neben dem organischen Wachstum haben Sie auch angekündigt, durch Akquisitionen zurückkehren zu wollen auf den Wachstumspfad. Jetzt haben wir gerade schon drüber gesprochen. Sie machen ja neben Solar natürlich auch noch die Maschinen für Blu-ray-Discs. In welchem Bereich wollen Sie denn Ihr Portfolio da verstärken? Gibt es auch schon konkrete Gespräche und Ziele? Ja, wir wollen uns natürlich erweitern im Hinblick auf unsere Vakuumbeschichtungstechnologie und wir führen da auch ganz definierte Gespräche. Aber wir müssen natürlich sehen, dass wir dort auch keine Fantasiepreise bezahlen können, sondern am Ende des Tages muss sich ja ein solches Unternehmen rechnen. Und wir sind da sehr, sehr vorsichtig und gehen sehr vorsichtig mit dem Geld um, was uns die Investoren zur Verfügung gestellt haben und unsere Eigentümer. Insofern werden wir das auch nur tun, wenn wir dort eine reale Wachstumschance sehen und sehen, dass unser Geld zurückverdient werden kann, was wir dort investieren. Aber parallel dazu, Herr Damm, sind wir natürlich intensiv unterwegs und gehen auch in neue Branchen hinein. Wir werden also demnächst auch Maschinen für ganz neue Anwendungen liefern, über die ich derzeit noch nicht reden kann, da die Aufträge noch nicht im Hause sind. Aber wir schauen beispielsweise auch in die Beschichtung von Kunststofftechnologien rein für die Automobilindustrie, solche Dinge. Also es gibt vieles, was man im Vakuum beschichten muss, wo unsere Technologie und unser Know-how gute Anwendung finden kann. Das klingt so, als wenn Sie sich noch breiter aufstellen möchten, auch dann mit den Übernahmen. Können Sie uns ungefähr die Größenordnung nennen? In welchem Bereich wird denn eine mögliche Übernahme stattfinden? Darüber kann man jetzt noch nicht sprechen, Herr Damm. Ich meine, das muss man dann im aktuellen Fall sehen. So konkret ist das im Augenblick noch nicht. Dann schauen wir noch ganz kurz auf den Aktienkurs. Der ist ja in den letzten Jahren gefallen. Jetzt haben Sie schon angekündigt, Sie wollen sich breiter aufstellen. Das wäre vielleicht schon ein Argument für Anleger zu investieren. Welche Gründe gibt es sonst noch? Ja, ich sage mal, für uns
ist wichtig, dass wir uns inzwischen im Solarbereich an führende Positionen hervorgearbeitet haben. Wir sind inzwischen anerkannt von unseren Kunden als einer bzw. der führende Maschinenhersteller im Dünnschichtbereich. Und wir sind alle davon überzeugt, dass die Solarbranche sich langfristig sehr, sehr positiv entwickeln wird. Und das ist für unsere Anleger natürlich eine interessante Sache, dass sobald der Solarmarkt wieder anziehen wird, wir hier deutlich steigende Auftragseingänge, Umsätze und dann auch Ergebnisse zeigen können. Besten Dank für die Einschätzungen, Dr. Stefan Rink, Vorstandsvorsitzender von Singular. Schönen Tag Ihnen. Herr Damm, ich danke Ihnen für das Gespräch.